Hallo an alle und willkommen. Ah, shit! Zur zweiten Folge von Valorant. Ich spiele heute Phoenix. Und auf der Map Bind. Die Map habe ich bis jetzt noch nie gespielt. Also, na. Vielleicht wird es hoffentlich ein bisschen besser als letztes Mal. Ich habe heute schon ein Match eingespielt. Ah, shit, okay, den hat. LOL! Ja, es läuft ja richtig gut bis jetzt schon mal. Ich weiß nicht, wie die Map ist, ob die CT- oder T-sided ist, keine Ahnung. Oder wie auch immer das hier in Valorant eigentlich heißt. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Ja, ich spiele als Phoenix, habe da ja ein paar Fähigkeiten. Einmal den Molly, wenn man so will. Und die Flash. Mit den anderen bin ich noch gar nicht so vertraut. Die X ist ja, glaube ich, dass ich das irgendwo hinsetzen kann, dann zu dem Punkt wieder zurückgesetzt werden, falls ich sterbe. Und C ist ja, glaube ich, so eine Wand. Ja. Ich probiere hier jetzt einfach mal die ganzen Agenten in den nächsten Folgen durch, würde ich mal behaupten. Okay, vor A ist, glaube ich, anscheinend keiner. Das wird doch bestimmt B, oder? Ah ne, okay. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie viele... Oh shit, das war knapp. Wie viele Maps gibt. Okay, ich würde sagen, wir bleiben mal hier. Ich schieße aber gerade auch echt nicht gut. Okay, der hat gut gesessen. Das war von dem gut gespielt. Ich weiß gar nicht, was für ein Agent das war. So gut kenne ich mich halt echt noch nicht aus. Aber na gut. Wieso der Voice-Chat eigentlich in meiner Aufnahme nicht zu hören ist, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Da bin ich leider immer noch ein bisschen überfragt. Ja, perfekt. Das läuft ja gerade schon wieder richtig gut. Ich habe gerade eben schon ein Match gespielt, mich ein bisschen eingespielt. Und da lief gefühlt gar nichts. Also das war richtig, richtig schlimm. Haushoch verloren. Und meine Teammates waren natürlich auch komplett tilt. Jeder hat sich irgendwie gegenseitig angemotzt. Aber gut, hier läuft es ja bis jetzt ganz gut. Aber ja, ich will jetzt hier nicht zu viel sagen. Let's go! Ich werfe hier den Molly mal nach da hinten. Komm schon, jetzt. Danke. Ich meine, ich hätte da gerade eben gehört. Ich gehe mal durch den Teleporter. Gut, das haben die jetzt natürlich gehört. Ah, Mann. Das war ein bisschen dumm von mir. Da hätte ich eigentlich eher besser außen rumlaufen müssen. Na, schade, okay. Aber den Teleporter wollte ich auch mal ausprobieren. Weil den kenne ich aus ein paar Previews von Valorant. Da wurde die Map, glaube ich, ziemlich oft gespielt in Streams und so von anderen YouTubern, Twitch-Streamern. Deshalb ein bisschen kenne ich die Map schon. Aber nicht perfekt, so wie andere Maps. One enemy remaining. Last player standing. Okay, wir haben schon zwei Kills. Zwei Tote aber auch. Na, okay, jetzt. Jetzt ist eh vorbei. Na, schade, schade, okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das ist mit der Bombe, wie lange die tickt. Wie viele Sekunden das sind. Wäre mal ganz gut zu wissen eigentlich. Ja, ich habe kein Geld mehr. Geh mal. Nein! Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. Ich wollte eigentlich die Ghost nehmen. Na egal. Egal, jetzt ist es schon so passiert. Was will man machen? Ist es hier eine Burst-Pistole? Hm. Careful now.
wieso sind wir hier jetzt alle? Oder zu zweit? Ich meine, ich hätte ihn gerade gehört. Ohne Waffe, geil. Gut, gut. Ja, das läuft ja hier wieder echt gerade ganz gut. Ich bin echt erstaunt, weil das, wie gesagt, das letzte Match, das war gar nicht gut. Richtig, richtig kacke. Das heißt, es kann ja hier nur umso besser werden. Schlechter als letzte Match geht, glaube ich, gar nicht. Ich kann heute echt schon wieder nicht mehr reden. Das gibt's doch nicht. Die Frage, wo der ist. AFK, anscheinend. Ja, wenn ihr da jetzt alle wegrennt, dann bleibe ich lieber mal hier, weil nicht, dass der nachher doch... Okay, ist AFK, alles klar. Weil ich kenne das aus CSGO, dass manche dann geschrieben haben, ah, AFK, und dann war er doch nicht AFK. Deshalb bin ich da lieber vorsichtiger. Meine Fähigkeiten für Phoenix habe ich bis jetzt noch gar nicht so wirklich verwendet. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ich brauche die gerade gar nicht so wirklich. Die Flash ist, weiß nicht, finde ich, glaube ich, eher als Angriff, als Angreifer ein bisschen effektiver. Klar, die Wand könnte ich verwenden, aber aktuell brauche ich die eigentlich auch nicht. Oh, yo, ich glaube, da kommt jemand. Dafür ist Phoenix natürlich hier perfekt. Nein! Ah, das war der letzte. Fight. 5-1, jawohl. Gutes Team, gutes Team. Jetzt habe ich meine Ulti natürlich nicht mehr. Eine Flash habe ich leider auch nicht mehr. Okay, da ist eine Drohne. Ach man, okay. 2 versus 2, 2v2. Ah, ich bin mal gespannt. Okay, die versuchen, glaube ich, noch auf A zu kommen. Ah ne, die gehen auf B, alles klar. Hat er gut gemacht. Schön warten. Okay, ich habe hier aber eigentlich echt auch gute Teammates, würde ich jetzt mal sagen. Oder halt, das andere Team ist nicht so gut gerade. Er sprayt uns mal rum. Holy shit, okay. Ja, nehmen wir mal 2 Flashes mit. Nehmen wir auch mal die Wand hier mit. Komm, alles mal reinpacken. Ich bin sogar noch Zweiter. Na geil. Gut, ich würde sagen, ich mache das gleiche wieder. Hier hinten schönen Molly reinwerfen. Dann, wenn die hier kommen, eventuell eine Flash oder halt die Wand hochziehen. Careful now. One enemy remaining. Last player standing. Jawohl, haben wir. So macht man das.
Fortuna. Ja, ziehen wir die Wand wieder hoch. Habe ich nicht hier rechts, links noch eingehört? Guten Tag! Dann ist er anscheinend nach rechts gelaufen. Ich habe gedacht, er wäre nach links gelaufen. Alles klar. Okay, versuchen wir von hinten hinzukommen. Jawohl, haben wir. Perfekt läuft es doch gerade. Holy shit. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass es so gut laufen wird jetzt hier. Ja, ich brauche jetzt glaube ich noch 11 Matches oder 10, um dann endlich competitive spielen zu können. Ich glaube, da ist dann auch... Ja, ich weiß nicht, ob es besser ist, aber man kommt, denke ich mal, mit Leuten zusammen, die vielleicht auf dem gleichen Level sind. Weil das letzte Match, das ich gespielt habe, also hier davor, das war echt nicht normal. Wand hochziehen. No, holy shit, ist er durchgepusht? Ah ne, das war die Ulti. Okay, schade. Okay, da stand ich auch zu oft, glaube ich, immer. Stand ich immer an der gleichen Stelle jetzt, aber gut. Boah, die Snipes, die sitzen aber. Ah, schade. Hä, als ob die den jetzt nicht bekommen haben. Ich habe gedacht, der hätte den geneift. Okay, das sah gerade anders aus von meiner Perspektive. Und wiederbeleben. Nein. Nochmal. Ach Mann, okay. Das waren noch zwei. Ah, shit. Ich habe gedacht, es wäre nur noch einer. Okay. Das war ein bisschen fail, aber gut. Läuft ja noch. Hätte ich trotzdem holen können, Mann. Hä, what? What? Die anderen haben aufgegeben. Och, nö. Okay, auch nicht schlecht. Gut. Jawohl, gewonnen. Auch wenn es jetzt nicht geil war, aber gut. Ich glaube, 3 Runden hätten wir trotzdem noch locker geholt. Wir sind, weiß gar nicht, Zweiter geworden in unserer Tabelle. Auf jeden Fall haben wir hier richtig gut gewonnen. 13 zu 2, logischerweise jetzt, eigentlich war es 10 zu 2. Summary können wir hier noch anschauen. Spikes deployed, okay. Scoreboard, hier. Er Zweiter, perfekt. 14 Kills, 6 Tote. Ist doch ganz gut, würde ich mal behaupten. Gut, gut. Ah, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass man das hier sieht. Ah, geil, okay. Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut. Perfekt, ja. Wenn es euch natürlich gefallen hat wieder, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr meinem Kanal hier ein Abo dalassen würdet und mich dadurch richtig unterstützt. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder bei anderen Videos. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.